Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Mein Name ist Andreas Schulz. Ich bin Leiter von Holy Fire Ministry und ich heiße euch ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann drückt das Abo und die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Aktuell bin ich in einer kleinen Serie über Einfallstore des Feindes. Und wir haben bereits über den Mund gesprochen, über die Macht der Worte. Und in diesem Video soll es um die Ohren gehen. Hierzu habe ich ein Zeugnis von einer Mutter, die ich vor vielen, vielen Jahren kennengelernt habe, die total verzweifelt zu uns kam und sagte, dass ihre Kinder sich angefangen haben zu ritzen. Und sie wusste nicht warum und sie hatte geistig den Eindruck, dass es an einer CD liegt, an einer Musik, die Kinder anfingen zu hören. Das war ein Heavy-Metal-Zeug, ich weiß nicht genau von welcher Band, aber die Kinder verstanden kein Englisch und sie selber auch nicht. Und sie kam mit dieser CD und brachte die CD und wir hörten hier hinein und in den Texten der CD hieß es, dass man sich ritzen soll, dass man sich zerstören soll und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir unsere Einfallstore, wie den Mund, da haben wir schon drüber gesprochen, aber auch die Ohren fernhalten von allem Bösen. Wir leben in einer bösen Welt, wir leben in einer gefallenen Welt und wir können uns natürlich nicht verschließen vor allen Dingen, die um uns herum passieren. Aber wir können uns bewusst entscheiden, wem hören wir zu und wem hören wir nicht zu. Und so häufig beim Autofahren oder einfach nur beim in der Küche sein, haben wir das Radio an und wir lassen uns einfach so berieseln. Viele von euch wissen, oder wenn ihr meinen Kanal so ein bisschen verfolgt, dann wisst ihr, dass ich mich 1,5 Jahre mit dem Wort Gottes hab füllen lassen ohne Unterbrechung. Und es hat mein Leben verändert. Und so viele Leute lassen sich nicht nur 1,5 Jahre, sondern 10, 20, 30 Jahre füllen mit irgendwelchem Gedudel, das aus dem Radio kommt. Ist es schlecht, das Radio zu hören? Nicht grundsätzlich. Aber achten wir darauf, womit füllen wir uns in dem Moment? Es geht so häufig um Gewalt, um sexuellen Missbrauch, um Ehebruch, um teilweise sogar Götzendienst und Satansanbetung. Und wir hören, aber hören gar nicht. Wir lassen uns berieseln mit gewissen Dingen durch das Radio, durch auch Freunde, die mit uns sprechen. Aber wir geistig nehmen wir die Dinge auf und es macht etwas mit uns. Wir realisieren das aber gar nicht und merken, dass wir Stück für Stück immer stumpfer werden für die Sensibilität des Heiligen Geistes, für das Wirken Gottes in unserem Leben. Und ich möchte euch ermutigen in diesem Video, dass wir einfach mal mehr darauf achten, womit füllen wir eigentlich unsere Ohren? Wem hören wir zu? Ja, ich habe persönlich angefangen, wieder neu im Auto, ich bin nach wie vor viel im Auto unterwegs, ich bin im Außendienst tätig, fange jetzt gerade einen neuen Job an und werde da auch um die, ich sag mal, 50, 60, 70.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto unterwegs sein, von einem Kunden zum nächsten. Womit fülle ich mich? Fülle ich mich mit Radio, fülle ich mich mit weltlichen Dingen oder fülle ich mich mit dem Wort Gottes? Lasse ich zu, dass meine Ohren eine Öffnung sind, damit Gott, der Heilige Geist, damit er sich in mich hineindrängen kann, damit er Platz in mir einnehmen kann. Mir hat es damals sehr, sehr viel gezeigt, wie es mit diesem Bild von der Mutter, die zu uns kam, mit der CD, wo sie den Eindruck hat, es liegt daran, aber sie wusste gar nicht, dass diese Texte da drauf sind. Und so viel, der Teufel ist nicht dumm. Ja? Der Teufel selber ist eine gerissene Schlange, eine weise Schlange, die versucht, uns zu verführen, die versucht, uns abzuhalten von dem Göttlichen, von dem, was Gott wirklich für uns vorbereitet hat. Und wir müssen lernen, dass wir weise sind, dass wir darauf achten, womit füllen wir uns, was hören wir uns an. Und in dem Sinne möchte ich euch ermutigen, dass ihr darauf achtet, was
hören wir uns an. Und lieber das Radio mal auszumachen, was wir hören, oder die Musik, die wir hören, keine weltliche Musik, sondern uns wirklich mit Anbetung, mit Lobpreis füllen, damit Gott, der Tempel des Heiligen Geistes, wirklich Raum in uns einnimmt. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns die Ohren gegeben hast, um zu hören, deine Stimme zu hören. Und wir wundern uns so häufig, warum wir deine Stimme nicht hören, weil wir so viele negative Einflüsse von außen in unseren Ohren zugelassen haben. Und wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich um Vergebung, dass wir immer wieder der Welt zugehört haben und den Lügen des Feindes zugehört haben. Und ich bete für Freiheit in unseren Ohren, Freiheit in den Dingen, dass unser Eingang der Ohren neu versiegelt wird mit deinem Blut und dass du mit deiner Kraft da hineinkommst. Ich spreche euch Mut zu, dass ihr mehr und mehr darauf achtet, wem hört ihr zu, dass ihr euch mit dem Wort Gottes füllen lässt, wie ich anderthalb Jahre das getan habe. Das müssen keine anderthalb Jahre sein. Das reichen auch mal einfach bei einer Autofahrt, die Bibel über YouTube als MP3. Es gibt so viele Möglichkeiten. Füllt euch durch eure Ohren mit dem Wort Gottes. Es wird euer Leben verändern und es wird euch mit positiven Gedanken füllen. Halleluja. Amen.